Weltgesundheitsorganisation ein Tabu auferlegt, über Strahlenkrankheiten zu sprechen. Wer 5 Jahre krebsfrei ist, gilt als geheilt. Daher auch die Differenzen. Unabhängige Forscher sagen 1,8 Millionen Tote ja, durch Tschernobyl. Die WHO erkennt gerade mal 32 an, daher die Differenzen. Das Zweite, wir fordern eine neue EU-Strahlenschutzkommission. Die gegenwärtige SSK in Deutschland, die die KIK-Studie im Auftrag des Umweltministeriums überprüft hat, vertritt unserer Ansicht nach nur die Interessen der ICAP und der Atomenergiebehörde sowie der Betreiber. Diese Kommission wird niemals einen Zusammenhang, eine Korrelation zwischen Mittelstrahlung und embryonaler Schädigung oder Toten anerkennen. Die Atomenergiebehörde IAEO hat gar kein Mandat, Atomkraftwerke zu schützen, schon gar nicht die Gesundheit der Menschen. Das obliegt der WHO. Und die IAEO ist unserer Ansicht nach weder wissenschaftlich noch ethisch. Das Feld der Gesundheit muss den Ärzten übergeben werden und nicht den Physikern und Liquidatoren. Entschuldigen Sie, den Physikern und Ingenieuren. Das war ein peinlicher Versprecher von mir. Und wer der Atomindustrie Geld gibt, um die Reaktoren sicherer zu machen, so wie es jetzt geschieht, der fördert sie. Das ist der Rettungsanker dieser kriminellen und untergehenden Energie. Ein altes Auto bleibt ein altes Auto, egal ob sie die Türen erneuern. Und nun zum Thema Weißrussland. Ich habe hier 6 Exemplare eines Films dabei, den ich im Auftrag der Bundesarbeitsgemeinschaft Tschernobyl gemacht habe. Er heißt Die Zeit für die Stadt, die Wahrheit. Das möchte ich gerne austeilen. Der ganz genau dokumentiert, wie momentan in Weißrussland Tschernobyl versucht wird zu beenden, ganz offiziell vom Staat. In Weißrussland findet seit 1996 Rehabilitation statt. Strahlenschilder werden abgehängt. Ich habe das alles dokumentiert. Dörfer werden als sauber umgemünzt. Seit 2007 sind 1000 Dörfer von der Strahlenkarte verschwunden. Toleranzgrenzen für atomare Verseuchung werden angehoben, wie in Fukushima und wie in der EU. Standards für Nahrung, Wasser, Land werden gesenkt. Während Fukushima explodierte, unterzeichnete man in Minsk den Bauvertrag für das erste weißrussische Atomkraftwerk, auch obwohl hier 72% des Tschernobyl-Fallouts niedergegangen sind. Rosatom soll da bauen, wie auch schon im Iran. Und dann noch ein Hinweis. Es ist nicht nur der Staat, es sind auch sogenannte Initiativen, humanitäre Projekte, die in Weißrussland stattfinden. In Weißrussland gibt es ein Projekt, da habe ich geforscht, ja? Das nennt sich CORE. Das soll den Leuten beibringen, dass man in verstrahlten Gebieten leben und Kinder kriegen kann. Soll das Märchen vom Schutz erzählen, von der Abführung der Radionuklide aus dem Körper. Wie soll denn das gehen, wenn Strontium schon längst im Körper im Knochen ist, weil der Körper es mit Kalzium verwechselt? Wie denn, wenn Cäsium mit Kalium verwechselt wird? Nach 25 Jahren, heute, sagen die Menschen, ihnen tun die Knochen weh. Das ist die Latenzzeit, 25 Jahre. Die Kinder der Kinder von Tschernobyl sind schon da. CORE, das ist ein von der französischen Atomindustrie mitfinanziertes Programm. Und auch deutsche Initiativen mischen mit und begreifen Tschernobyl als Markt. Die Kinder werden ein zweites Mal bestraft. Jeden Tag, jede Sekunde, mit jeder Zellteilung. Und schließen möchte ich mit einem Zitat von Hans Blix, dem Ex-Direktor der IAEO, 1986 im Mai in der Zeitung Le Monde. Aufgrund der Vorteile der Nuklearindustrie ist ein jährliches Tschernobyl akzeptabel. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
trotzdem nochmal machen. Herzlich willkommen, Dr. Astrid Sahn. Landwirtschaftlichen Projekten oder durch den Aufbau von Produktionsstätten, die lokales Rohmaterial verwenden, wie am Naritschsee die Produktion von Schilfmatten, die als Isoliermaterial beim Häuserbau verwendet werden können. Es wird eine ganzheitliche Gesundheitsförderung gefördert durch die Kindererholung, sowohl im Inland als auch im Ausland, beispielsweise durch das Kinderzentrum Nadeshda, das durch seine Multiplikationsarbeit Ansätze einer ganzheitlichen Gesundheitsförderung auch in staatliche Einrichtungen gebracht. Nur wenn zivilgesellschaftliches Engagement und staatliches Engagement sich wechselseitig ergänzen, kann es tatsächlich gelingen, die Folgen von Tschernobyl zu mindern. Nur eine der beiden Seiten wird dazu nicht in der Lage sein. Und ich betone dabei, es geht nicht darum, und hier gibt es auch häufig ein sprachliche Differenzen im Ausdruck, wie man die Politik zur Minderung der Folgen von Tschernobyl bezeichnet. Es geht nicht darum, die Folgen zu liquidieren, wie es unglücklich im Russischen häufiger heißt, sondern darum, die Risiken für die Gesundheit der Menschen und insbesondere auch für die nachkommenden Generationen in diesen Regionen zu mindern. Wenn es denn so wäre, dass es wirklich normalisiert werden sollte, dann, und das haben auch viele Initiativen befürchtet, dürfte es eigentlich gar kein staatliches Tschernobyl-Programm mehr geben. Aber es wurde gerade ein neues staatliches Tschernobyl-Programm für die nächsten 5 Jahre bis zum Jahr 2015 aufgelegt. Es werden durch staatliche Mittel weiterhin Kinder zur Erholung im eigenen Lande geschickt aus den Regionen, etwa 125.000 Kinder jährlich. Das ist keine kleine Zahl, das sind nicht geringe Mittel. Diese Kinder bekommen kostenlose Schulverpflegung. Also man muss in jedem Fall sagen, von staatlicher Seite ist Tschernobyl weiterhin als Problem durchaus existent. Es ist nicht verschwunden. Und viele Initiativen verstehen es weiterhin als, und da können ihre Projekte nur durchsetzen, weil sie auch auf lokaler Ebene staatliche Unterstützung vor Ort haben. Und sie verstehen ihre Maßnahmen auch in einer Doppelstrategie, indem sie sowohl Kindererholung im Ausland durchführen, aber auch im Inland und durchaus auch in staatlichen Erholungseinrichtungen. Dabei sich aber beispielsweise auf Kinder konzentrieren, die aufgrund ihrer Erkrankung, aufgrund ihrer geistigen Behinderung keine Erholungsmöglichkeiten innerhalb der staatlichen Kriterien bekommen und übernehmen damit auch beispielsweise das Anliegen zu erreichen, dass staatliche Stellen diese Kinder mit Diabetes beispielsweise, mit geistigen Behinderungen auch in ihre staatlichen Erholungsprogramme aufnehmen mögen. Und das ist, denke ich, auch die Aufgabe zivilgesellschaftlichen Engagements, durch ihr eigenes Engagement auch staatliche Stellen zu Innovationen, zu Veränderungen zu bewegen und mit dazu beizutragen, dass die Probleme von Tschernobyl nicht von der Tagesordnung verschwinden, weder von der staatlichen Tagesordnung noch von der gesellschaftlichen. Die Tschernobyl-Initiativen haben viel erreicht, aber ihnen stellen sich auch zahlreiche Herausforderungen. Eine Partnerschaftskonferenz durchführen, an der erstmals nicht nur deutsch-ukrainische und deutsch-belarussische Initiativen teilnehmen, sondern auch noch aus etwa 10 weiteren europäischen Ländern Teilnehmer erwartet werden. Und ich hoffe, dass wir dadurch gemeinsam Tschernobyl wirklich gerecht werden können, auch durch dieses europäische Engagement. Und hierfür, aber das wird das Thema dann nach der Kaffeepause sein, brauchen wir natürlich auch wieder die Unterstützung, die Begleitung der Politik. Danke.